nur einen Hieb einzuführen. Energy-Kerzen mit Duft und ohne Kekse. Und ohne. Achso, und ohne Kekse und ein Plüschtier. Ein Plüschtier, okay. Welchem anderen Lieblinge? Gehst du mir etwa schon wieder fremd, Negro? Schäm dich. War mir so klar. Merke ich mir. Böser Negro. So viel Ärger hier. Alles nur wegen dir. Ich beende das jetzt. Lieber so als nicht. Ja, ihr mit eurem verfickten Gift, Mann. Du wirst mich. Hey! Kommst doch dann zurück, wenn alle Menschen tot sind? Ja. Du hast keine Chance. Ich bin gewitzter als der Haufen da. Ja, und trotzdem läufst du mir die ganze Zeit hinterher. Sehr gewieft und witzig. Ladebalken, könntest du mal ein bisschen schneller hochgehen? Ich werde deinen Kopf mit meinen Füßen treten. Ups. Hui. Das war knapp. Da wirft einer irgendwelche Gegenstände auf mich. Ja. Kuckuck. Ah. Kommt schön mit. Kommt schön mit. Ja, toll. Da komme ich gar nicht hoch. Was? Haha. Komm zurück, du kleiner Narr. Ja, komm du hoch. Seid ihr zu blöd zum Krabbeln? Du, ich will so tun. Ist ja auch der Verkehrte, den du erwischt hast, du Idiot. Und knüpfen dich dort auf. Oh, da ist eine Blume. Kuckuck, hier bin ich. Oh ja, komm her, komm her, komm her. Ja. Glaubst du, ich hätte Angst? Nee. Ah, ah. Jupp, versuch das. Ups. Oh Mann, du bist sogar zu blöd zum Werfen. Du kannst mich hier nicht einfach allein lassen. Oh, wieso nicht? Hast du etwa Angst im Dunkeln? Okay, der scheint ein bisschen festgepackt zu sein. Noch einen Schritt. Ah, ah. Was? Leck ihn auf den Boden? Das Spiel ist ja perverser, als ich gedacht habe. Wenn ich dich töte, wird jeder sehen, dass ich stark bin. Au, shit. Wann buggt bei dir der Twitch nicht? Wo war jetzt die andere Blume? Dort. Okay, sind weit genug weg. Blümchenkiller? Die Rilly und Hopsas, Ja, komm, komm, Buschi, komm. Komm, 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 komm. Ich töte dich selbst! Menschen, oh,
Müsst ihr schon wieder dieses blöde Klöne machen. Du hast Mut, das lass ich dir. Mehr lass ich dir nicht. Soll das schon wieder so eine komische Anspielung sein? Mit meinen Füßen treten. So typisch für mich. Ich habe auch gleich Zeit für einen grausamigen Morde. Zerfetzt dein Fleisch! Oh, der kann gut ausweichen. Ui! Wow, shit. Ui! Ich brauche ein neues Blümchen. Ich brauche ein neues Blümchen. Ui! Oh, fuck. Ui! Siehst du uns? Wir sind dein Nein, ich kann euch nicht sehen. Deswegen laufe ich die ganze Zeit im Kreise. Ui! Ihr könnt aber weit springen. Ach ja, stimmt ja. Die kann man ja nicht anspringen. Bin dann mal weg, die. Hui! Ach stimmt ja, den muss ich mit Leertaste blocken. Und tschüss. Hui. Mensch, was habe ich denn getan? Guck, hier bin ich. Ich will doch nur eigentlich hauptsächlich den ein. Oh ja. Trefft euren eigenen Mann, finde ich gut. Super Sache von euch. Ich steck ihn nicht von hinten. Aber ich kann ihn eine Karotte reinschieben. Komm näher. Das ist zu viel Ärger. Du bezahlst später dafür. Nee, Bushi. Ich musste mir gerade öfters ein paar Pfeile in den Arsch jagen lassen. Du wirst mir jetzt nicht weglaufen. Du olle kleine Pissnäcke. Du bleibst stehen. Ich wusste, dass das passiert. Warum hört niemand auf mich? Oh, zieh das Ding mal ein bisschen schneller rein. So, noch Fragen? Lauf nicht weg! Du sollst nicht weglaufen. Ach, jetzt könnt ihr auf einmal klettern?
auf zu kämpfen, Waldläufer! Lauf nicht weg, kleine olle Drecksbazille! Nicht beim letzten Mal und auch jetzt nicht! Na nicht hier, geleitet! Bist du hässlich? Nur im Tod findest du Ruhe. Toll, der andere ist weg, ne? Du hast dein Geld, das war mir klar. Denk dran, Rocky, ne? 80% gehören mir davon. Ich hab Onkel Uwe umgebracht, ja. Bah, nee, du. Olrock, Suchenbringer? Wieso soll ich in die Falle gehen? Okay, wir gehen freiwillig in die Falle. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Oi. Oh, mein Shitfenster ist weg. Geister können in der Dunkelheit sehen. Also nimm dich vor den Schatten in Acht. Er hat sich versteckt. Boah. Alter. Über eine Woche lang das Spiel nicht mehr zockt, ne? Dann klappt das auch nicht mehr so gleich. Aber wenigstens habe ich die Pissnäcke weg. Er glaubt, er lockt uns in eine Falle. Enttäuschen wir ihn nicht. Oh, ich muss wirklich freiwillig eine Falle betreten? Wer ist denn so blöd? Oh, aber der ist so hässlich. Naja. Man soll ja übers Aussehen nicht urteilen. So, aber ich glaube, ich konnte doch irgendwo noch was machen. Um so mal so ein bisschen zu verbessern. Ja. Aber das ist nicht das, was ich suche. Genau, Runenplatz freischalten. So viel Kohle habe ich aber nicht. Ah, das wäre ganz nützlich. So, zwei Fähigkeitspunkte. Was haben wir hier? Sofortige Todesstoß. Verringert die benötigte Zeit um eine Bodenhinrichtung. Ah, das hört sich gut an. Übersprungbetäubung. Oh, nee. Verbessert das Werfen der Dolchen, sodass nun drei Dolche hintereinander geworfen werden. Ja, nee. Schulterstoß. Wie sieht er aus? Wäre nicht schlecht bei den Schilden. Das wäre echt nicht schlecht. Geistertodesstoß. Opfer von Oftserum und Klingenhagel töten, explodieren und das in umstehende Feinde zurückschrecken. Ui. Übersetzungslayer lässt einen fahren. Ja, den Schulterstoß will ich bestimmt auch nehmen, Niki. So ist das nicht. Ich glaube, Zocko ist so still. Das heißt, die ist am Himmeln. Ja, wobei, sofortiger Todesstoß ist natürlich auch gut. Hey, hallo? Wieso komme ich da jetzt nicht mehr raus? Löchen? Popöchen? Ich kann doch noch beides nehmen. Okay, dann haben wir wenigstens beides. So, das ist Lift. Ja, okay. Und das Teil, Sprintangriff, Leertaste gedrückt halten und dann... Okay, gut. Kriegen wir hin. So, Waffen und Runen. So, dann haben wir hierfür nämlich noch einen Platz frei.
Bei einem letzten Chance erfolgt, werden Fokus- und Elbengeschosse vollständig wiederhergestellt. Ja, könnte hilfreich sein. Erhöht den durch die Waffen verursachten Schaden der Angriffe von hinten um 24%. Ach, von hinten ist immer so langweilig. Stellt bei einer Bodenhinrichtung Fokus wieder her. Erhöht den Nahkampfschaden bei mittleren Treffserienweite. Wäre ja nicht ganz eine Chance, 20% das kritische Treffer mit dem Schwert Gegner anzünden und die Flammen, die klingen orange, verbrennen. Ja! Standhaft bis zum Ende. Erhalte eine zusätzliche letzte Chance. Was hab ich denn überhaupt schon ausgerüstet? Würde mal einer sagen? Ich denke mal, die leuchten dann rot, ne? Ja. Okay. Kampftodesstöße fügen Hauptmänner Bonusschaden zu. Chance von 50% gegnerischen Nahkampf um 50% zu reduzieren. Nein, ich finde das mit den Flammen toll. Es brennt dann so. So, ich muss erstmal hier was zur Seite legen. So. Gut, Appetenzien? Nee, interessieren mich nicht. Wieso will er hier immer noch Waffen und Runen? Ich habe doch eh nichts mehr. Ach so. So. Also, Schwert ist jetzt ein bisschen besser. Wenigstens etwas. Ja, ich möchte gerne ein paar Chips. Der Hauptmann berichtet, dass sich der Waldläufer in der Gegend. Halt die Schnauze da oben. Klar, ich muss quer durch ein ganzes Lager laufen. Ach, ihr seid doch blöd. Tja, das ist eine gute Frage, Slayer. Oops. Wie, schon tot? Hoppala. Dann muss ich doch hier rüber. Es ist nicht schwer, dem Tod ein paar Mal zu entkommen. Man muss den Tod nur ansehen und sagen, hey, verpiss dich, Tod. Ja, das will ich sehen, dass du dem Tod sagst, verpiss dich. Kannst du vielleicht bei Ankh-Morpork machen, aber nicht bei anderen. Guck, hier bin ich! Och nein, der bringt ja auch noch 2 Wochen mit. Okay, ich werde gleich sterben. Oh Mann, bist du hässlich. Oh, selbst die Hölle würde dich wieder ausspucken. Funkel, Funkel, Sterne! Ich habe dich da, wo ich dich haben will. In meiner Falle! Ja, ja. Jetzt stäub dich nicht! Wieso müssen die andauernd Gift haben? Oh, verkehrte Taste gedrückt. Oh, ich hasse es so langsam mit Gift hier. Ich werde meinen Meister bitten, dich am Leben zu lassen, damit ich dich langsam ausweiten kann und schreien lasse. Aha. Gut. Zünde das Signalfeuer an! Ah! Tschüssi! Lässt dieses blöde Feuer in Ruhe. Und du hörst auf mich zu schießen. Was pisst mich nämlich an? Machst du einen Blütling? Ich muss das Leuchtfeuer anzünden. Du musst gar nichts. Wird hier nichts angezündet. Solange ich das nicht will. Wunde schmerzt noch. Nachts im Dunkeln brennt stark.
Du bist so wortbegabt. Ich hole bessere Verstärkung. Einer von euch muss das Feuer anzünden. Das ist... Aua, oh, der hat mich hier echt neu erwischt. Was für eine kleine miese Sch... Ich hab ein Problem. Aha. Ich hab ein mächtiges Problem. Ich brauche eine Blume. Oh, toll. Blume? Hallo? Nimm die Blume. Ey, wieso komme ich hier nicht mehr hoch? Ich hab das Spieß abgekackt. Ey, hört doch mal damit bitte auf. Ich habe auch eine scharfe Klinge. Ah, du bist aber anfällig dafür. Tschüssi. Oh, neues Augenpaar? Ich reiße ihm die Eingeweide heraus! Menschenabschau! Spüre meine Klinge! Ja, versuch's! Du! Wir werden dich vierteilen! Blutet ihn aus! Oh! Könnt ihr das mal bitte sein lassen? Wir dein Fleisch und uns aufteilen! Oh, noch so einer! Ja, lauft bitte alle da runter, finde ich sehr nett. Vielen, vielen Dank für die Blumen. Oh, lutsch mal schneller! Danke! Bleib mir deinen Käsehobel weg. Alter, gleich zwei gleichzeitig. Oh, leck mir am Arsch, Blanco. Oh. Viel Spaß, Kleiner! Kleines Ablenkungsmanöver. Fress dich satt, Digga! Ach! Das hässliche Vieh hat Angst davor! Du bist gestört! Du vergeudest meine Zeit! Oh, dieser Schmerz! Wie ich wünschte, er würde niemals enden. Du hast
hast meinen Anführer getötet! Mhm. Wenn ich dich... Das bin ich dann! Lauf nicht weg! Wirst du wohl nicht weglaufen? Oh, wie ich das hasse! Sklave, geh zur Seite. Ach, Mann. Jetzt kommt er mir. Ich brauche aber das blöde Teil. Und Scheißdreck. Mann. Ja, entkommen, entkommen, ist mir egal. Fuck, Mann. Udo nervt langsam. Nie ist Grog hier. Hab gehört, wir würden was? Hugo nervt? Nie ist Grog da? Okay. Gut, dann haben wir das auch schon mal abgerissen. Die verdammten maledeiten Drecksixer, ey. Ah, dann machen wir hier mal eine Schnellreise.